So, willkommen zurück zu Pokémon Weiß in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir zu Insomniam gefangen und es auf den Namen Renda getauft. Und nun soll es hier weitergehen auf Route 2. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Ein Kaumala, das hätten wir natürlich auch bekommen können. Aber ich glaube, davor flüchte ich. Ich habe Angst vor einer Drachenwut. Wie gesagt, ich habe Angst vor einer frühen Drachenwut. Von daher, naja, sieht aber nur Tackle. Von daher ist vielleicht ausgeschlossen, dass er Drachenwut hat. Aber auch ein starker Tackle kann wehtun. Von daher trotzdem flüchten. Gegen einen Kaumala muss ich jetzt auf dem Level nicht unbedingt kämpfen. Muss jetzt nicht sein. Muss jetzt im Early Game noch nicht sein. Muss ich tatsächlich mal so sagen. Aber mal gucken, ne? Zucki. Ja. Ah. Wir probieren trotzdem mal zu flüchten. Vor allem flüchten, was uns in den Weg läuft, sozusagen. Wir sollten unsere Kraft aufsparen für die Trainer, denen wir begegnen. Um jetzt hingegen, das können wir bekämpfen, weil das hat ja die volle Fähigkeit, dass es jede zweite Runde schläft. Sollte ein Kratzer jetzt auch nicht allzu viel wehtun. Ja, aber ein Gainer kann nerven. Ein Gainer ist wiederum nervig, ne? Da müssen wir gleich austauschen. Ist dann halt so. Bei Schlafen möchte ich eher weniger. Das muss jetzt nicht sein, ne? Da unsere Pokémon doch schon ein bisschen angeschlagen sind, müssen wir jetzt auch nicht noch einen Schlafenden haben. Müssen wir jetzt nicht noch unbedingt einen Schlafenden Somniam haben. Ich meine, das ist nicht sogar die Fähigkeit Insomnia. Fällt mir gerade ein. Kann das überhaupt schlafen? War da nicht irgendwie was, dass das gar nicht kann? Oder war es... Ich weiß gar nicht. Müsste ich gleich mal gucken in die Fähigkeiten von dem Ding. Was es für eine Fähigkeit haben kann. Oder was es für eine Fähigkeit hat, besser gesagt. Das wäre jetzt doch mal noch interessant. Zeige mal her, was du da hast für eine Fähigkeit. Geht denn das? Achso, ja, Vorwarnung. Haha. Okay, aber ich glaube, das kann auch Insomnia haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Was natürlich die bessere Fähigkeit in dem Sinne wäre für eine Nuzlocke. Ich meine, so wären wir zwar vorgewarnt, aber... Gut, ist das so nützlich, dass wir vorgewarnt werden von manchen Attacken? Gut, hätten wir jetzt eine Drachenwut irgendwo gehabt, wäre das schon nützlich gewesen, aber hat man ja jetzt nicht, von daher egal. Yorklefroar, los, Yorklef, zeig's ihn. Alles klar, mein kleiner Junge. Alles klar, Kleiner. Ich glaube nicht, dass du einen Yorklef hast, wenn doch, hat der Randomizer einiges falsch gemacht, aber nein, es ist ein Taubsi. Oh Mann, ihr seht ja jetzt immer, wenn ich aufnehme. Immer gut, ich nehme mal sehr früh morgens auf am Wochenende. Von daher ist das hoffentlich jetzt nicht ganz so kritisch zu sehen, wenn ich früh morgens aufnehme. Nur wahrscheinlich die meisten von euch, die das hier schauen, noch schlafen. Aber hey, nee, muss es auch geben. Oh nee, sag mir nicht, du machst hier an mich sandwirbelst mich doch nicht zu Tode, oder? Auf mich zu sandwirbeln. Ich finde das nicht okay. Ich finde das vollkommen inakzeptabel. Oh. Werde ich jemals treffen? Wenn ja, wie viel Schaden werde ich machen? Oder sollte ich vielleicht doch austauschen? Ich tausche dann mal aus. Ich habe keine Lust darauf. Tausche mal zu Radfratz. Ob der kleine Fratz was kann? Ich weiß es nicht. Aber bisher war ich eigentlich recht zufrieden. Radfratz, muss ich schon sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich so gar nicht gedacht. Ich war zufrieden bisher. So. Wie hat er mir jetzt gemacht? Das war doch ganz schön viel, ne? Wir sollten doch zu Porygon tauschen. Waren wir doch ein bisschen zu viel. Waren wir ein bisschen zu viel des Guten. So, aber den Angriffswert erhöhen. Ja, natürlich immer wieder den Spezialangriff. Finde ich jetzt nicht so knorke, aber egal. Aber egal, dann nutzen wir mal einen Zielstrahl. Der dürfte ja speziell sein. Jetzt komm, haltet euch hier nicht so lange an so einem scheiß Taubsi auf, bitte. Haltet euch hier nie so lange unseren scheiß Taubsi auf, dankeschön. Wäre jetzt auch gelacht gewesen, ne? Solche Attacken setzt dein Pokémon ein? Ja, da staunst du, wa? Und deine setzt eklig Sandwirbel ein. Fällt dir ein, mich da zu kritisieren? In meinen Attacken. Route 2. Ah ja, spektakulär. Das wollten wir jetzt nochmal unbedingt nachlesen, auf welcher Route wir sind. Das war mir jetzt doch wichtig. Ein Trank haben wir gefunden, nachdem wir jetzt
ja doch ein paar verwendet haben, ist das ganz gut, denke ich. Und noch ein Pokéball, den dürfen wir aber auf der Route eh nicht mehr einsetzen. Tut mir leid. Wir haben schon unsere Pokémon für diese Route gefangen. Hey Flo! Oh nein. Oh nein, sie will jetzt nicht kämpfen, oder? Scheiße. Na los, lass uns kämpfen. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Scheiße. Der Trank hätte mir ein Zeichen geben sollen. Aber egal. Aber egal. Wir werden es schon schaffen. Wir werden das Kind schon schaukeln, ne? Zwei Pokémon hat sie schon. Hat die wirklich einen Yorkliff? Hat jetzt wirklich einen Yorkliff? Das ist ja so langweilig und öde. Hat das wirklich der Randomizer generiert? Naja, gut. Von mir aus. Von mir aus. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Aber vor dem Deck jetzt aufpassen, wir haben ein bisschen Verteidigung verloren. Hm. Du wirst schon sehen, meine Pokémon und ich, wir werden alles geben. Da besteht kein Zweifel dran. Schnüffler. Ich bin kein Geist-Pokémon. Wollte ich dir nur mal so mitteilen. Ne? Ich bin kein Geist-Pokémon. Wenn ich eins wäre, hätte ich selber Probleme gegen dich. Aber nur so zur Info. Ne? Nur so zur Info. Damit du Bescheid weißt. Ich werde mal tauschen. Ich werde mal wechseln zu Porygon. Ich denke, das wird das Sinnvollste sein, was ich jetzt machen kann. Ich denke, das wird ziemlich sinnvoll sein, mal kurz zu wechseln. Download bitte den Angriff. Schon wieder Spezialangriff. Na gut. Na gut, dann soll es halt so sein, aber ich setze ihn ja trotzdem mit Tackle außer Gefecht. Ist mir egal. Ist mir egal, was ihr davon haltet. So, Mirena erreicht auch Level 7 und erlernt Gena, auch schön. Und ja, das Glumanda. Das Glumanda gab es ja noch. Stimmt. Dann noch ist nichts verloren, dann versuche ich es eben mit diesem hier. Ja, mit einem Starter, ne? Ein Starter, der wird schon ein bisschen was reißen können, denke ich. Vor dem habe ich auch ein bisschen Angst, wenn das später ein Glurak wird. Oh. Wie, wo, was, wo kann das sein? Stehe ich wirklich kurz vor dem Aus? Ja, ich denke noch einen Zystrahl und dann sollte die Sache hier gegessen sein. Ziemlich safe. Aber ich denke mal, Porygon sind wir auch ganz gut aufgestellt. Halt nicht mal bloß dann schauen, wie wir es entwickeln können, weil die Items dazu bekommt man eigentlich erst nach der Liga. Aber ich werde natürlich versuchen, mir den einen oder anderen Trick aus dem Finger zu ziehen, dass wir vielleicht doch schon eher an ein Porygon 2 oder Z kommen. Nein, ein Sieg war wohl doch nicht drin oder so, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Die Texte sind so schnell weg. Puh. Du bist wirklich stark, Flo. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Na da. Viel Erfolg dabei, sage ich dazu nur. Und dann sind wir hier auch in der nächsten Stadt, Orion City. Wir sollten direkt ins Pokémon Center schlendern. Das ist auf jeden Fall die beste Devise. Denn wir sollten unsere Pokémon erstmal wieder fit machen. Okay, ich nehme jetzt deine Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Dankeschön, liebe Schwester Joy oder wer auch immer du bist hier. Vielen Dank, vielen Dank. Ich komme bestimmt bald wieder. Also mir wurde das ja bis vor kurzem nicht bewusst, aber je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem Laden angeboten. Ja, das wusste ich. Das wusste ich Tatsache. Okay, jetzt ist egal, welcher vorne ist von beiden. Beide gleich stark ungefähr. Schnappst du ja auch immer schön alle Pokémon. Je mehr du an deiner Seite hast, desto besser sieht es für dich im Kampf aus. Und außerdem macht es riesigen Spaß, den Pokédex und die Boxen aufzufüllen. Ja, ich darf leider nicht so viel. Ich darf nicht so viel. Das ist euch doch bewusst hier in der Nuzlocke. Das darf ich nicht. Es tut mir ja leid. So, quatschen wir mal mit allen, die draußen stehen. Also ein Pflanzen-Pokémon ist anfällig gegen Attacken vom Typ Feuer, aber ich weiß noch vieles mehr. Das ist aber schön. In der Traumbrache einer Fabrikruine soll es ein seltenes wildes Pokémon geben, das dich offenbar in der Traumwelt zu entführen vermag. Das habe ich sogar schon gefangen, das ist nämlich Somnium. Tatsächlich. Hier in Orion City an einen Orden zu kommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich der Herausforderung stelle, erwarten mich Pokémon, deren Typ mir nicht liegt. Na gut, das sollte uns ja nicht tangieren. Wenn der Typ eines Pokémon und einer Attacke gleich ist, so steigt die Stärke. Das hat mir ein Arenaleiter verraten. Als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal brav auf die Trainerschule gegangen. Das ist aber schön. Es gibt einige Trainer, die in der Traumbrache trainieren. Begib dich doch auch mal dorthin, vielleicht findest du etwas. Danke für den Hinweis. Meine Nase kribbelt gerade. Oh Gott. Heuschnupfen. Du möchtest sein Arenaleiter? Hier wirst du leider nicht finden. Ich versuche dein Glück doch einmal in der Trainerschule. Wenn du
es auf einen Ort abgesehen hast, musst du erst deinen Arena-Leiter finden. Ein kleiner Tipp für dich. Die Trainerschule ist das zweite Gebäude neben der Arena hier. Also nicht das, sondern das. Wow. Danke. Danke. Da wäre ich nie drauf gekommen. Hättest du mir das jetzt nicht verraten. Ich will das Item hier. Ein X-Tempo. Ein X-Item werde ich niemals einsetzen, aber okay. Wobei, einmal hat es mir geholfen in irgendeiner Nuzlocke, ne? Einmal hat es mir geholfen in 20 Jahren. In 20 Jahren Let's Play-Karriere. Nein, es sind eigentlich nur 10. Fast. Fast 10. Hey Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Dankeschön, ein Superball. Oh. Das ist schon mal sehr gut, falls wir was Cooles finden. Pokébälle kann man nie genug haben. Und je besser der Ball, desto leichter ist es, das Pokémon zu fangen. In der Tat, da sagst du was? Meine Frau hat mich bei einem Pokémon-Kampf kennengelernt. Ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Mein Mann und ich sind wirklich füreinander bestimmt. Ah ja, schön, schön. Schöne alte Liebe. Ein Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Nee, die hasst mich. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Wo war's denn? Sinnoh, Höhlen, Kanto, Johto? Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname festigt die Bindung zwischen dir und deinem Pokémon nochmal ungemein. Ja, ja, die sind nach Monden benannt. Das hat jetzt für mich keine tiefere Bedeutung, aber ist ein nettes Naming-Scheme, denke ich. Ist ein nettes Namensthema. Ich denke schon, oder? Also mein Pokémon neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es sich doch glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Crazy! Mal entwickeln sie sich, mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Auf keinen Fall raufgehen, das ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Ah ja, ich weiß, was sie vorhat. Der bestimmten Bäume da oben. Aber mir egal, ne? Auch an dunklen Orten gibt es Pokémon. Da hilft es, ein Fenster bei zur Hand zu haben. Hier, der ist für dich. Okay. Ein zwielichtiger Kerl, aber danke. Nachts oder in Höhlen spielt ein Fenster bei seine Vorteile aus. Und überhaupt, der Name ist cool. Finster, das hat einfach was. Alles klar, mein Freund. Alles klar. Ich bin begeistert von deiner Logik. Orion City, die Stadt, die nach dem Dreigestirn benannt ist. Aha. Aha, aha. Naja, hier ist er. Im Garten sind auch noch ein paar Leutchen, mit denen wir reden könnten. Weißt du was? Eine technische Maschine ist ein Gerät, mit dem du deinem Pokémon nur eine Attacke beibringen kannst. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Ja, das geht aber nur in der 5. und 6. Generation und in der 7. gab es, glaube ich, schon wieder Begrenzung teilweise. Ne? Da gab es erst ab 8. Da gab es TPs und TMs dann. Irgendwie so. Ich glaube, ab 8. dann erst aber. In der 7. ging es, glaube ich, noch unbegrenzt und in der 8. war es wieder ganz komisch. Naja, aber egal. Du besitzt ja keinen einzigen Orden, also da wirst du es ab hier aber mächtig schwer haben. Lass mich dir einen Rat geben. Versuch dir den Orden dieser Stadt zu erkämpfen, wenn du wissen willst, was in dir steckt. Lass mich trotzdem durch? Nein. Okay, erzählt mir nochmal das Gleiche. Verzeihung, dann halt nicht. Dann halt nicht. Komme ich zu dem Angler da oben hin? Nö, ne. Von hier aus nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann sollten wir vielleicht erstmal in die Trainerschule gehen. Ich habe gar nicht das Schild gelesen. Ich muss nochmal raus, ich muss das Schild lesen. Da wo drauf steht, die Trainerschule. Wir machen gute Pokémon-Trainer. Achso. Na, da bin ich ja mal gespannt. Na gut. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Kampf zum Tragen. Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Wusstest du das? Ich lese dir mal aus dem Buch hier vor. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man es mit dem W-Knopf so sehr erschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Crazy. Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Ja, sicher. Also hier kommt die Frage, mit welchen der folgenden Items kannst du ein vergiftetes Pokémon heilen? Gegengift. Bingo, damit liegst du goldrichtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler wieder mobil. Aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du womit auf? Vielleicht dem Aufwecker? Bingo, bingo, absolut richtig. Mit Statusproblemen kennst du dich aus, da wird dir das hier nützen. Ein Hyperheiler, der heilt alles. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Schließlich hat er durch die Bank alle Statusprobleme. Das ist sehr richtig. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen lernen kann. Eine technische Maschine kann beliebig auch verwendet werden, also nur zu. Und falls du mit einer Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Doch, da gibt mir jetzt wenigstens eine.
wird ein Pokémon vergiftet, spenden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Na Flo, suchst du die Arenaleiter? Jo. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Du Flo, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Na gut, höchste Zeit herausfinden, wie wichtig Items sind oder wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drin. Das Ganze darf also nicht zu wild werden. Na dann, halt dich zurück. Ich halte mich auch zurück, ich verspreche es. Ich gebe mir Mühe zumindest. Der gute Scheren. Oh, Fleckmann, Alter. Fleckmann. Das ist interessanter als Yorkleff auf jeden Fall. Und Level 8. Junge, Junge. Okay. Übertreib es. Übertreib es halt. Ist das? Warte, kann er überhaupt einschlafen? Kann er überhaupt einschlafen? Oder ist Fleckmann so ein Pokémon, was nicht sowieso die ganze Zeit schläft? Ja, ich greife eh speziell an, ne? Psychwelle dürfte sehr speziell sein. Und nicht physisch. Von daher ist mir ein Heuler scheißegal. Aber vielleicht kommt er jetzt auch mal dazu, sein Item einzusetzen. Ich wechsle dann mal. Es gibt ja so viele verschiedene Attacken. Manche treffen einfach immer. Andere bieten dagegen Erstschlaggarantie. Endschlaggarantie habe ich erst gelesen. Gut, dann tauschen wir mal aus. Weil ich möchte ungern schlafen. Ich möchte ungern das Fleckmann nachahmen. Muss jetzt nicht sein, ne? Aber er setzt keine Item ein. Das wundert mich. Ich dachte, jetzt kommt er hier mit seinen krassen Items um die Ecke. Aber dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Ja. Viel zu wenig Schaden. Aber egal. Mit der Sinebeere echt crazy. Crazy Dude, sage ich dazu nur. Ja, ein bisschen nervig ist das schon, ne? Huch, mach noch mal was. Endet runter und Angriff um Verteidigung hoch. Oh, nicht so schön. Nicht so schön, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh. Hör auf damit. Okay, das ist sehr gut. Das ist nicht gut. Okay, okay, okay. Ruckzuck, Pipium, weg damit. Ruckzuck, Pipium, weg damit. Ein dreifach oder zweifach geboostetes Fleckmann mit Tackle ist nicht und zu unterschätzen. Auf diesem Stadium. Aber okay. Alles okay. Nidoran. Da haben wir jetzt aber gute Antworten für. Mit Somniam und auch mit und auch mit unserem Starter. Von daher einmal zu Miranda wechseln. Auch wenn es nicht even ist, aber hey. Vorteile spielen hier. Schnabel hat er. Na gut, na gut. Was macht der Energiefokus noch gleich? Es pumpt sich auf. Okay, okay. Pumpt dich mal auf. Ich dachte, das wäre dann. Sorgt immer für Volltreffer oder so, aber es ist nicht die Attacke. Ein bisschen, wie das Energiefokus bringt. Was bringt ein Energiefokus? Außer, dass es sich aufpumpt. Nidoran ist doch ein Gift-Pokémon, oder? Warum war denn das jetzt nicht sehr effektiv? Absiwelle ist doch die Attacke, die in ihrer Stärke mal variiert, oder? Aber dennoch, warum war es nicht sehr effektiv? Also, warum war das? Es hätte da es sehr effektiv stehen müssen, oder nicht? Bin ich doof? Bin ich so doof? Hm. Tauschen mal zu Io, weil, ne, gesenkte Verteidigung, ne, muss nicht, ne, muss nicht sein. Muss jetzt nicht sein. Okay, Spätzangriff, das ist okay. Für das, was wir gleich machen werden. So, Psystrahl. Schnabel, kannst mir so viel schnabeln, wie du willst. So, das spielt jetzt auch sehr effektiv. Hä, aber warum ist denn Psywelle nicht sehr effektiv? Weil das hier, das ist ja die Attacke, die in ihrer Stärke variiert, aber müsst ihr nicht trotzdem sehr effektiv sein? Ich sehe schon, ich war einfach noch nicht erfahren genug, um gegen dich zu gewinnen. In der Tat, Cheryl, so sieht's wohl aus. Ja, wartet, ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Flo, diese Beere ist für dich. Gut, du hast eine Sinebeere eingesetzt, das war jetzt Wahnsinn.
Gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so ist es die im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also viel Glück. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Alles klar. Ist jetzt die Arena frei? Ja, es ist auf jeden Fall jemand vor der Arena. Ich gehe mal heilen kurz. Dann sprechen wir den Dude vor der Arena noch an. Und dann geht es wahrscheinlich im nächsten Part noch nicht in die Arena, weil da müsste eigentlich noch was kommen vorher. Aber wir können ihn ja auch schon mal ansprechen. Ne? Wunderbar, alles geheilt. Sehr, sehr schön. Servus. Wie, also ich arbeite hier als Arenaleiter, aber wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Otaro, verstehe. Es tut sich gegen Pokémon des Typs Pflanze schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Beispielsweise könntest du ein Pokémon in Traumbrache trainieren. Also, ich erwarte dich drin. Ja, deswegen sollten wir noch nicht reingehen, weil ich glaube, die sind auch auf einem gewissen Level, das ein bisschen höher ist als unseres. Also, dann soll es aber erstmal für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn so ist, gebt einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Fizikowski, euer Flass TV. Bye bye!